Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Nick Deglinger. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute Abend zu unserer Veranstaltung über den neuen Wirtschaftsverband Swiss Cleantech. Zur Swiss Cleantech Association. Es genau geht es darum, wir möchten etwas bewegen. Und zwar möchten wir die Schweiz zum Nachhaltigkeitsleader machen oder zum Cleantech-Leader machen. Cleantech heißt aber nicht ein Industriesektor. Es gibt nicht die Umwelttechnologie oder es gibt die Energiewirtschaft. Das sind Wirtschaftssektoren. Cleantech beinhaltet alle Sektoren. Und das kann auch irgendwo in der Wertschöpfungskette sein. Das heißt, bei Cleantech sind wirklich alle betroffen. Und alle sollen sich auch betroffen fühlen, weil wenn sie sich betroffen fühlen und wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen haben, dann können wir effizient wirtschaften mit der richtigen Art von Wachstum. Wir haben angefangen mit dem Swiss Village vor ein paar Monaten und dieses Cleantech werden wir nicht mehr los. Wir müssen mehr Energie haben, wir müssen die Energie besser nutzen. Wir sehen hier von der Wertschöpfungskette, von der Primärenergie, bis es irgendwo in unseren Häusern oder in der Industrie ist, verlieren wir 80% dieser Elektrizität. Wir müssen effizienter werden. Bahngeschäft ist eigentlich die sauberste Art der Mobilität. Wir haben hier zig Produkte. Ich komme aus Genf, wir machen hauptsächlich die Traktionstransformatoren. Wir waren sehr fokussiert, unsere Transformatoren, die müssen gut sein, die müssen effizient sein und sehr profitabel. Bis wir endlich mal eine Lokomotive gesamthaft angeschaut haben und gemerkt haben, wir liefern ja über 50% der Lokomotive kommt aus ABB, irgendwo in den anderen Divisionen, BIUS, Gesellschaft. Und dann fängt man an zu optimieren für diesen Bereich. Dann hat man die Synergien, Innovation ist möglich und natürlich auch am Schluss das Wachstum. Wir wissen viel zu wenig, über was wird wirklich in der Zukunft passieren. Wer sind die Stakeholders? Wie wird sich der Markt wirklich entwickeln? Mit wem muss ich sprechen? Wer wird mein Kunde sein? Wer wird mein Unterlieferant sein? Natürlich, und das wurde vorhin auch erwähnt, und das ist sicherlich der stärkste Punkt, oder der zweite Punkt, der eine ist das Netzwerk, mit Leuten lernen, diskutieren, verstehen, zur richtigen Zeit dann auch die richtigen Entscheidungen treffen als Firma. Und das Zweite ist sicherlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, um die ganze Thematik auch in die richtige Richtung zu steuern. Und das geht hier nicht nur um die Richtung, wir brauchen noch CO2, wir brauchen CO2-Reduzierung, sondern es geht darum, am Schluss müssen alle noch ein Geschäft machen, es muss jeder noch leben können und das Ganze muss nachhaltig sein. Das heißt, die Rahmenbedingungen müssen für die Firmen, für die Politik, für jeden Stakeholder hier dann eigentlich stimmen. Ich denke, auch wenn man da jetzt nicht ins Detail geht, aber schon das Bild alleine zeigt eigentlich, dass ein Riesenpotenzial da sein muss in diesem zukünftigen Markt und es auch praktisch für jeden Industriebereich, ich denke auch Industriebereiche in der Schweiz, irgendeine Nische, wo man hier auch tätig sein werden kann. Warum sind wir Mitglied vom Verband? Ich denke, es passt gut zu den laufenden Aktivitäten. Es gibt für uns, das hoffen wir, natürlich ein Netzwerk für Innovationen. Open Innovation haben wir gehört, das ist für uns auch ein wichtiges Thema. Kontakte zu Kunden. Ich glaube, es bietet sich dadurch auch die Chance für diese Positionierung und schafft auch gute Rahmenbedingungen, das hoffen wir auch. Und ich denke, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass es hilft, diese Entwicklung einfach zu beschleunigen. Energy for a better world, das ist unser Commitment. Unsere Motivation besteht aus dem Umweltaspekt, der sozialen Dimension und dem ökonomischen Denken. Wir sagen Wachstum ja, aber nicht auf Kosten von Mensch und Umwelt. Wir brauchen eine Lobby, das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir sind eine junge Branche, die Zuspruch und Hilfe braucht. Und ich glaube, Swiss Cleantech ist der richtige Partner dazu und darum sind wir dabei. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass Sie gekommen sind, Frau Ständerätin Erika Foster-Vanini. Ich denke aber, es ist ganz sicher richtig und wichtig, dass man von allem Anbeginn an, wenn so ein Verband entsteht, sich mit der Politik in Verbindung setzt. Weil Sie wissen, in Bern wird viel lobbyiert. Es gibt Leute, die das Lobbying nicht schätzen. Ich finde es enorm wichtig, denn ich als Politikerin, ich kann immer und über alle Lobbyisten etwas dazulernen.
Was ich dann damit mache mit dieser Information, ist meine Sache. Aber wenn ich nichts davon weiß, dann kann ich das nicht in meine Überlegungen mit einbeziehen. Also Sie müssen sich in der Politik einbringen, Sie müssen Ihre Gedanken und Ihre, das alles, was Sie produzieren, das war ja eindrücklich, was hier alles vorgetragen wurde, das muss der Politik bekannt sein, denn nur so wird sie die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass dieser Verband gegründet wurde, denn und wird. Und ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit, denn es gibt den Politikerinnen und Politiker in Bern zu Kurs, die schon lange in eine solche Richtung gehen möchten. Und ich will nicht, dass man mir einmal vorwirft, dass wir hier vor allem auf Kosten der nächsten Generation gelebt haben. Also herzlichen Dank und ich freue mich und hoffe, ich kann ein kleines bisschen beitragen. Vielen Dank. Das ist sehr schwierig.